Ja, Martin, wenn ich mir hier die 90. Minute plus 4 anschaue, dann haben wir heute ein bisschen Glück gehabt. Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, im Vorfeld hatte Koblenz, denke ich, definitiv die klarere Chance gehabt. Trotzdem haben wir da irgendwie immer wieder Fuß dazwischen bekommen und auf der Linie zweimal, glaube ich, gerettet. Ja, war ein bisschen Glück dabei, dass wir jetzt die Dreier haben, aber es war auch ein Stück weit Leidenschaft. Und das ist das, was uns, glaube ich, heute über 90 Minuten getragen haben. Die Jungs haben gefightet, jeder war für der andere da und haben uns am Schluss jetzt auch belohnt. Und das freut mich jetzt total, dass wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen interessanter gestalten können in der Aufstiegsrunde. Und jetzt sind es nur noch 3 Punkte bis Koblenz. Trotzdem ist es so, wir müssen Woche für Woche unsere Leistung bringen. Aber der Basis oder die Basis für gutes Spiel ist immer die Basics und die haben wir heute sehr ordentlich absolviert. Du hast das Stichwort gesagt, ihr habt gefightet, das ist dir aufgefallen. Die Koblenzer wollten hier von Beginn an Fußball spielen, die hatten auch ein bisschen Übergewicht bis Mitte der ersten Halbzeit. Dann haben wir dagegen halten können und so richtig Fußball spielen ist bei diesem Wind und vor allen Dingen bei diesen Bodenverhältnissen hier eigentlich nicht. Ja, also wir haben gewusst, dass das fußballerisch nicht unbedingt immer zu lösen ist. Deswegen war es auch viel langer Ball, zweiter Ball, Foulspiel, ne? Gelbe Karte. Also gerade in der ersten Halbzeit haben wir das sehr, sehr oft gesehen. Aber das ist auch im Fußball. Ich hoffe halt, dass jetzt in der nächsten Woche das Wetter halt wieder besser wird, dass man sich auch ein bisschen um den Platz kümmern kann, sodass man dann auch fußballerisch ein Stück weit mehr ja, sehen kann. Aber trotzdem, ich glaube, heute geht jeder FKP-Zuschauer heim und sagt, ey, das war ein geiles Spiel, war bis in die 94 Minuten, pari pari und am Schluss bleiben die Punkte in Pirmasens und das freut mich. Wir hatten auch Glück gehabt, da waren einige Situationen, wo der Mittelstürmer den Ball vor der Torlinie verstolpert, dann wurde er von der Linie rausgetreten, dreimal, glaube ich, in einer Drangsituation von Koblenz. Und dann eben dieses Tor in der 94. Minute, da muss man auch das Glück irgendwie erzwingen, glaube ich, durch das Kämpferische vom FKP, der hat es 90 Minuten durchgehalten. Ja, ich glaube, Koblenz bewegt sich ja auch auf einer gewissen Welle. Wenn man sieht, die haben jetzt am Dienstag lang gespielt, haben dann, ich glaube, das Halbfinale, Rheinland-Pokal-Halbfinale erreicht, haben in der Vorsaison, also in der Vorrunde im Grunde wenig verloren. Das heißt, sie haben ein gewisses Selbstvertrauen und das hat man heute auch gesehen. Trotzdem ist es klar, dass wir über 90 Minuten, glaube ich, immer Paroli bieten konnten. Und das freut mich jetzt total, dass wir 3 Punkte geholt haben. Wie die jetzt entstanden sind, ob wir ein bisschen Glück haben oder nicht, aber Glück erarbeiten wir sich auch. Deswegen nehmen wir das mit und freuen uns jetzt auf Karbach. Eine Frage habe ich noch. Warum sieht der FKP, man kann sagen, seit Jahren in Überzahl mit einem Mann mehr so schlecht aus gegen den Gegner? Ja, gut, das hat sicherlich mehrere Aspekte. Ich glaube, in der Regionalliga muss man eher verteidigen, weniger Fußball spielen. Trotzdem weiß ich, dass meine Jungs kicken können. Die andere Seite ist natürlich, ist nicht ganz so einfach, auf so einem Platz dann auch spielerisch Klatsch-Tief-Situation herzustellen, weil wenn man da mal gerade der Ball über der Stadionrasen läuft, dann wird man sehen, dass der links-rechts springt. Deswegen trotzdem, FKP definiert sich, glaube ich, eher über Kampf, über das Kollektiv und das war heute gegeben und das haben wir am Schluss dann auch ausgenutzt, dass wir das Spiel gewinnen. Es war heute ein Schlüsselspiel. Wir hatten gegenüber der Nordgruppe 6 Punkte Rückstand, das sind jetzt noch 3. Man ist sozusagen in einer Verfolgerposition jetzt. Man könnte jetzt noch nach oben angreifen und gegen Schotten-Mainz ist ja noch was aufzuholen. Ja, also ich denke, wir fühlen uns in der Situation, wie sie jetzt ist, recht wohl. Wir haben eher zu gewinnen als zu verlieren. Und wir haben jetzt den ersten Step gemacht, trotzdem haben wir noch 9 Spiele. Und wir müssen 9-mal maximal Leistung bringen. Und dann dementsprechend Punkte, dass man dann nochmal Wörtchen vielleicht vorne mitreden können. Ich finde es toll, dass es jetzt so ausgegangen ist, weil die Jungs haben sich auch belohnt für die ganze Trainingseinheit, die man jetzt bis zu dem Spiel hatte. Das waren 3 Wochen, die wir auch zusammen absolvieren musste. Und jetzt haben wir uns belohnt und jetzt geht es Woche für Woche. Das ist halt im Fußball so. Wir müssen arbeiten, wir müssen auch das mehr wollen als die Gegner und das auch in der Trainingswoche dann zeigen. Und wenn wir da so weitermachen, wie wir das letzte Woche getan haben, bin ich guter Dinge, dass wir noch ein paar Punkte holen werden.
Und es ist ja auch gut, wenn man noch ein Ziel nach oben hat, dann hat man immer ein bisschen, wird man immer ein bisschen animiert, was besser zu machen und anzugreifen. Und das hoffen wir, dass das die nächsten Wochen so geht. Danke dir, Martin. Danke. Ja. Schöner Tag noch. Gehen wir noch. Stadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.